Genau. Wie machen wir das jetzt so, dass es passt? Das ist die große Frage. Also wie machen wir, dass es nicht krumm und schief aussieht? Halt, ich zähle das mal ab. Ich zähle das mal ab. Wir haben hier ein, zwei, drei, vier, eineinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, siebeneinhalb. Siebeneinhalb. Und ich möchte sieben haben. Also siebeneinhalb durch sieben. Das wäre ja nicht so gut. Dann muss ich es ja sowieso Pi mal Daumen machen. Dann mache ich das einfach. Oder lass. Soll ich die drehen? Soll ich sie nicht drehen? Ich bin so Anschuhe. Mach mal so. Achso. 30 habe ich jetzt mitgenommen, ne? Schon ein bisschen weiter vor. Weil wir haben ja auch Platz. Also so. Dass das so bündig ist vielleicht. Und dann mache ich die immer so, dass die vorne, so dieser, ihr seht ja diese Ecken, die hier, ne? Moment. Da, diese Ecken. Da und da. Da werde ich einfach machen, dass die genau rausragen. Und dann so dicht an den linken Nachbarn, wie es geht. Mal gucken, wie das aussieht. So überlappen die sich, wenn ich so mache. Ich probiere das mal, dass sie sich so ein bisschen berühren da unten und dass die Ecke so gerade rüber ragt. So. Zwei. Das gleiche hier nochmal. Dass sie sich leicht überlappen. Da und dass die Ecke gerade. Das wäre so. Oh, natürlich Holz. Aber da sollten wir noch ein bisschen was auf der Halde haben. Weil dann sieht das nämlich auch gleichmäßig aus. Also so und ein Stück nach vorn. So. Hier überlappend und hier ein Stück nach vorn. 4 habe ich, ne? 2, 3, 4. Dann. Sieht doch gut aus. Moment. 6. Immer fehlt mir was, okay. Aber die Dinger sind auch echt teuer. Also, da komme ich jetzt nicht drum rum. Und es lohnt sich ja auch letzten Endes. 6. Und der letzte. Das passt perfekt. So. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich jetzt hier noch Schilder dran mache, so dass es nicht nervt, also zum Beispiel, wenn ich das Schild so mache oder so und ich will an die Truhe, dann wähle ich immer aus Versehen das Schild an. Ich warte mal, ich mache da mal erstmal das gleiche in der nächsten Etage. Dafür brauche ich noch ein wenig Holz. Denn dann können wir mal gucken, wie wir die Schilderverteilung machen. Da müssen wir einfach nur gucken, theoretisch, dass wir möglichst exakt darüber sind. Kann man sich daran irgendwie orientieren? Also man hat hier auch natürlich dieses mit den Zacken. Aber ich will natürlich auch, dass es genau mittig ist. Ist das so? Okay. Sieht okay aus, ne? Dann sein. Ja, das ist dann zum Beispiel die Frage. Wo machen wir das dran? Kann es natürlich auch einfach immer so machen. Aber zu welcher Kiste gehört es dann? Ist dann natürlich die Frage. Also so könnte es zu der untersten gehören oder so, ne? Und so dann zu der nächsten.
Also man kann sich natürlich auch irgendwie behelfsmäßig irgendwas noch dazu bauen. Aber ich wüsste nicht was. Also zum Beispiel, dass man hier so hier mitarbeitet oder so. Das ist hier nicht möglich. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Wir bauen uns da die ganze Zeit was zu. Hä? Das ist nicht möglich, aber das schon. Ach, weil ich es jetzt an die Truhe baue, das ist natürlich nicht möglich. Und jetzt an das Holz baue. Ach so. Moment mal. Aber die sind nicht gleichmäßig, ne? Aber ich kann die einfach mit Shift bauen. Moment, 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 Moment. Dann mache ich das doch. Dann sage ich... So. Und da drauf. Und wenn ich dann da die Schilder dran mache... Mache ich hier das gleiche nochmal. So. So. Hier zwischen. Da drauf. Hier zwischen. Da drauf. Doch, so geht das, glaube ich. Gucken, wie das letztendlich aussieht. Mhm. Und da dann die Schilder dran. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo waren so Möbel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so. Oder so dran. Mal so unten dran. Heute sage ich hier, das wäre Beeren. Das hier wäre Honig. Mehr als genug Platz. Und man muss ja auch nicht mehr dieses erste, zweite, dritte. Oh, da freue ich mich so drauf. Hier haben wir einfach alle Beeren rein, die wir haben. Ah, satisfying as fuck. Okay, machen wir das nochmal weg. Ich glaube, so würde ich das machen. Dann haben wir nämlich auch was, woran wir uns orientieren können. Der zum Beispiel ist jetzt ungerade. Kann ich den ein bisschen weiter rüber packen? Kann ich das auch nachträglich noch tun? Ja. Sehr gut. Dann bauen wir doch erstmal dieses Raster und dann haben wir was, woran wir uns orientieren können, oder? Dann machen wir das immer so rein, dass es genau in der Mitte ist. Und es sieht immer sauber aus. Ja. Ja, ja. So machen wir das. Also das gleiche, was wir hier gemacht haben, nochmal drüben. Bauen nicht mehr so viel Holz, ne? 5. Das ist nicht mehr so viel. Dann machen wir das hier auch mal. Jeweils immer auf der linken Seite. 1 und 2. Dann 1 und wenn wir das so machen, passt das nicht, ne? Dieser Song ist so Skyrim. Oder? Denke ich jedes Mal, ich sag Skyrim, wenn ich das höre. Moment mal. 1, 2, 3, 4.
6. So, oder? Würde ich sagen. Und dann kann man da schön den ganzen Krempel reinschmeißen. Ja, ja. So würde ich das machen. Wir brauchen ein bisschen Teer. Nicht zu viel, sonst sind wir überladen. Wir brauchen das hier. Kohle packe ich mal wieder rein. Und Holz natürlich. Wir bald mal wieder was holen, ne? So schnell geht es wieder leer. Aber diese Truhen hier sind ja auch ganz schön happig. Doch, so finde ich das voll cool. So, Spitzen gucken raus. Nächste in der Mitte. Nächstes. Letzte. Und das war's dann auch erstmal. Ja, dann müssen wir tatsächlich erstmal unser ganzes Schwarzmetall einschmelzen. Kommen wir ja nicht drin rum, aber dafür haben wir gar nicht genug Kohle. Ja, eigentlich ist das nächste, was jetzt ansteht, sich bei der Sotlingsfarm hinstellen und warten. Ich gehe jetzt mal rüber, hole alles, was wir brauchen für Hochöfen. Also, oh shit. Eisen, Edelholz, Stein. Haben wir denn noch so viel Eisen? Wie viel Eisen haben wir denn noch? Ich guck mal kurz nach, weil das ist, davon ist ja abhängig, wie viele wir bauen können. Das wäre ja nämlich unser letztes Eisen, was wir hier haben. Aber so wenig war das gar nicht, ne? Ich glaube, ein 30er Stack war es noch. Und eine braucht. Eine braucht 10 Eisen. Wir haben glaube ich 11 und ja, top. Wir können also 4 bauen. Kriegen wir ja wieder das ganze Zeug. Hier liegt noch Holz. Muss ich hier aber mal dazu. Warum auch nicht? Das Eisen nehme ich mit nach unten. Damit wir da unten die Hochöfen bauen können. Ich kann die Hochöfen allerdings erstmal nur vorbereiten. Wir können die noch nicht laufen lassen. Ich glaube, ich werde das auch gleich machen. Ich gehe jetzt in die alte Base. Besorge mir alles, was wir für die Hochöfen brauchen. Für 4 Hochöfen. Nehme das ganze Schwarzmetall mit. Also Schwarzmetallerz. Nehme alles mit, was wir noch an Kohle haben. Und ich nehme Material mit für 2 Portale. Und dann gehe ich in den Sumpf und backe mich da rein, in diesen Baum da rein und fertig. Dann sollten wir, glaube ich, genug Kohle haben. Und erst einmal keine Probleme mehr. Ich lege mal hier das Eisen so hin. Das mache ich mal so. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Müll kann ich mitnehmen, rüber in die Base. Bevor ich jetzt rüber gehe, habe ich was vergessen? Nee. Ich gehe nochmal zu unserer neuen Farm. Oh shit, 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 da wäre ich fast gestorben. Wenn ich hier so runterjump. Oh, hier ist ja richtig was los. Alter Schwede. Ich würde sagen, das funktioniert. Ein Platz im Inventar. Ja, stimmt, weil ich den ganzen anderen Müll auch schon mitgenommen habe. Das ist aber gar nicht weiter weg. Ich nehme erstmal so alles mit. So. Und fülle hier nochmal auf. Da ist immer noch alles voll. Hier wurde jeweils einer verbraucht. Außer von dem, den ich eben gerade neu bauen musste, weil er abgerissen wurde.
alle voll. Hervorragend. Dann nehme ich das auch noch mit. Hier liegen jetzt noch die 16 Harz, lasse ich da mal liegen. Ich gehe nochmal zurück in die Base, schmeiß das Holz dahin und lock mich dann um in die neue, in die alte Base natürlich. Die neue ist ja die hier. So. Holz hatte ich oben, da hatte ich extra schon eine Riesenkiste für vorbereitet. Die würde ich dann natürlich auch entsprechend nutzen. Ach ja, ich habe ja gar kein Holz mehr. Okay. Ja gut, umloggen. Halt. Hab ich da. Stein gesehen, den lasse ich auch hier. So. Ansonsten nehme ich alles mit, ne? Ja. Nee, auch das nicht. Moment. Bevor ich hier jetzt sinnlos wieder irgendwelche Fehler mache. Ich brauche auch noch 20 Grauzwergenaugen. Die kann ich doch direkt hier lassen. Da muss ich nicht einen Stack, also einen Platz im Inventar, Platz dafür verschwenden. 20 Augen lasse ich hier. Surtlingskerne habe ich keine mehr, aber dann habe ich die schon mal. Jetzt aber umlaufen. Sehr gut. Nice. Es wird immer mehr, es wird immer größer. Ich liebe es. So soll das aussehen. Ich glaube aber tatsächlich, ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt da die Kohle farmen, ja, also ich jetzt AFK gehe und die Kohle da die ganze Zeit generieren lasse, dann ist das ja schön und gut. Aber ich glaube trotzdem, dass egal wie sehr wir uns anstrengen, das Eisen niemals reicht, also das Schwarzmetall. Weil ich meine, ja, das ist ja, ne, das sind hier noch 3 Stacks und nochmal 10. Aber wir haben ja schon mal gerechnet. Und wir haben festgestellt, dass das Lager einfach viel zu groß gedacht ist. Viel zu groß. Ich habe ja, wie gesagt, eben gerade gezeigt, wie ich das Lager bauen will. Da kann man dann einfach auch diese roten Felder tatsächlich einfach erstmal leer lassen. Und wenn irgendwann ein neues Item dazu kommt, dann kann man das da ja mit dazu packen. Aber, ja, darüber hinaus, hier die Augen, das kommt nach unten, das kommt damit hin, das ist Pflanzen, das auch. Trophäen hier. Was denn? Setzlinge hier. Kräuter. Und Baron. Harz. Und Augen. So. Den Met packe ich wieder nach unten. Den brauchen wir erstmal nicht. Den nehme ich wieder mit, wenn wir wieder buddeln gehen. Aber solange wir das nicht machen, ist denn nur sinnlose Verschwendung im Inventar. Essen. Ich nehme anderes Essen mit. Und zwar Würste statt Brot. Das Brot packe ich hier zu den guten Essen. Und hier ist das hochwertige Essen. Hier ist das gebratene, vorgebratene und hier sind die sozusagen die fertigen Sachen. Ich überlege gerade, was ich. Ich glaube, die tausche ich aus. So. Ja. Hier nehme ich nochmal 2 mit. Und hiervon nochmal 2. Habe ich die auch ungefähr, also immer in gleicher Anzahl. Darüber hinaus, ich habe jetzt schon die Augen drüben. Jetzt brauchen wir für die Portale, ich brauche 2 Portale, also 40 Edelholz und 4 Surtlingskerne. Und 40 Edelholz. So. Kohle, Erz. Punkt. Dann kann ich eigentlich hier schon mal den Stein dann mitnehmen. Aber erstmal, ich gehe erstmal nach unten. Nehme alles an Kohle mit. Kann das abreißen. Nehme alles an
Erz mit, bin überladen, gehe dann einfach nach oben und fülle den Rest meines Inventars einfach mit Stein, würde ich sagen. Also so viel, wie ich mitnehmen kann. Ne? Wie gesagt, dass ich hier nicht jetzt umhole mit 5 freien Plätzen, das wäre irgendwie wasted. Muss ja nicht sein. So. Sehr gut. Schade, dass der Holzspawner dann nicht weiterlaufen kann, während wir AFK sind. Das Ding ist nämlich, dass ich also dieser Spawner von den Grauzwergen, der ist tatsächlich geht ja nach einer Zeit kaputt. Ne? Haben wir ja gerade gesehen, die machen da manchmal irgendwas kaputt und dann funktioniert der nicht mehr, weil die ganze Zeit nur dort bei dieser leeren Stelle spawnen. Das ist aber was völlig anderes bei unserem Surtling-Spawner, weil die machen eigentlich nie was kaputt. Zwergen auf. Jetzt habe ich genau für 2 Portale, ne? Ja, sehr gut. Ach ja, noch ein bisschen Holz mitnehmen, damit ich auch eine Werkbank bauen kann. Ja, sehr gut. Unten den ganzen Kram, den habe ich jetzt schon mal mitgebracht. Ah, ich habe vergessen. Oh, ich Idiot, ich habe vergessen, die für den Hochofen so noch ein paar Surtlingskerne mitzunehmen. Aber die kriegen wir gleich. Ach, Handwerkstisch. Stimmt ja. Stimmt, stimmt. Das ist, dafür brauche ich eine Drachenträne, ne? Glaube ich. Aber gut, was soll's. Machen wir sowieso erst später. Erstmal machen wir hier das Portal. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, Portale in der Nähe des Spawners blockieren den Spawner. Wir können also nicht einfach diesen Baum da nehmen. Ne? Weil sonst, also ich muss das Portal nämlich direkt dran bauen und dann funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen das erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich guck mal kurz auf die Uhr, 5 Minuten. Dann wäre es 28, okay. Welchen Baum nehmen wir denn? Ich würde sagen, irgendwie, wo man auch hingucken kann. Also ich werde sowieso den Stream gleich erstmal pausieren und das einfach laufen lassen, ohne dass der Stream an ist. Weil das ist ja irgendwie bescheuert, wenn man hier die ganze Zeit nur sieht, wie nichts passiert. Ich würde sagen, ist der dazu dicht dran? Ja, da sieht man nichts. Also natürlich für euch, wie gesagt, jetzt nicht besonders relevant, aber für mich, ich will da schon irgendwie gerne eine Sicht drauf haben. Aber hier gibt es dafür keinen perfekten Baum. Der da vielleicht. Ich glaube, den da nehme ich einfach. Oder? Ich glaube, das geht. Ja. So. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen Herstellung, bauen hier natürlich erst einmal eine Workbench hin, sonst können wir hier gar nichts bauen. Verschiedenes. Ein Portal bauen wir. Ah, jetzt ist alles nass, ne? Shit, 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 shit. Daran habe ich nicht gedacht. Dann fäll ich mal kurz den Baum und hol mir ein bisschen Holz. So. Brauch nicht viel. Ich glaube nur so 6 oder so. Reicht schon, reicht locker. Dann bauen wir nämlich hinten, müsste ich jetzt auch noch so eine kleine Brücke bauen. Und zwar so. Machen wir so. So. Dann verschiedenes Portal. Und jetzt, man sieht, das Portal guckt in meine Richtung. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es da reinguckt.
So. Nämlich. Ich hoffe, der Trick funktioniert noch. Das wäre jetzt richtig cool. Dann können wir nämlich einfach hier hingehen. Selbst wenn das Portal hier außerhalb kaputt geht und das hier und das hier und selbst wenn das Portal kaputt geht, völlig egal für uns. Die Ressourcen sind ja nicht weg. Und, warte, ich nehme das mal Baum. Und baue hier noch ein Portal hin. Und dann das natürlich auch Baum. So, und jetzt, ne, habe ich schon, also ich meine, das kann man sich glaube ich auch von selbst erklären. Ich gehe hier rein. Und werde hier gespawnt, aber ein Stück weiter vorne. Das heißt, ich bin dann im Baum. Und wenn ich im Baum bin, sieht mich einfach kein Feind mehr. Ich kann noch eine Sache bauen. Ist das blau? Ja. Dann lasse ich die mal ab. Damit ich drinnen ein bisschen Holz habe. Nicht, dass ich es bräuchte, aber hoffen wir, es funktioniert. Ja, funktioniert. Wir sind im Baum. Und hier sind wir absolut safe. Wir können... Ich habe hier eine Workbench in der Nähe. Mal ein Brett. So. Wir einfach mal so machen und... Da einen oben drauf. Draufjumpen. Sieht nicht so aus. Huch. Ja. So, und jetzt machen wir so. Können hier durchgucken und sind safe. Setze ich mich hier hin und warte. Jetzt müssen wir allerdings einmal kurz warten, ob der ob das Portal hier zu dicht dran ist oder ob das geht. In ein oder zwei Minuten müssten sie respawnen. Glaube ich. Ich glaube aber, das müsste weit genug weg sein. So wie wir hier stehen. Und ich hoffe auch, dass wir tatsächlich... Ja, wir sind absolut gesichert. Und sieht hier niemand. Ja, und sie spawnen. Yes! So. Alles klar. Das, ich würde sagen, das ist dann das Zeichen. Ich mache jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal AFK, beende den Stream, lasse das hier schön in Ruhe weiterlaufen. Und wenn wir wiederkommen, dann haben wir einfach 20.000 Kohle. Hoffentlich. Ich bin gespannt. Also, wenn ich, bevor ich die Ausbeute natürlich ansehe, mache ich den Stream wieder an. Also, ich werde das jetzt zwar hier laufen lassen, aber ich werde jetzt trotzdem hier sitzen bleiben. Und wenn wir gleich, wenn wir dann weiter zocken, dann ja, werden wir gemeinsam gucken, wie die Ausbeute dabei war. Ich weiß nicht genau, wie lange ich das laufen lasse. Theoretisch kann ich so lange laufen lassen, wie ich will. Weil wir sind ja absolut safe. Oder bin ich jetzt bescheuert? Geister können ja nicht durch Wände gehen. Sie können mich ja nicht mal sehen. Mich kann niemand sehen. Mich kann niemand sehen. Portale, pff, sollen sie kaputt machen, interessiert mich nicht. Wir sind, glaube ich, sicher, oder? Oder habe ich an irgendwas nicht gedacht? Ich wüsste nichts, was uns jetzt was anhaben könnte. Essen ist egal. Nässe. Fernkampf. Monster, die AOE-Schaden machen. Dots. Hier diese Wasserviecher. Nee. Also, kann sein, dass ich was übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal so. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn wir dann das nächste Mal ankommen, dann werden wir da auf jeden Fall einen riesigen Haufen Kohle haben. Gehe ich mal von aus. Also, bis zum nächsten Mal und bis dann.